Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich mache das ausgesprochen gerne aus zwei Gründen. Einerseits, wie Herr Schmidt gesagt hat, erinnert mich vieles rund um diese Initiative an die Initiative für eine Schweiz ohne Armee, die Utopie der 80er Jahre sozusagen, wie eine Zeitung geschrieben hat. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir versuchen, dieser Initiative zu einem ähnlichen Ergebnis zu verschaffen und zu verhelfen, wie wir das damals bei der Schweiz ohne Armee, bei der ersten richtigen, wichtigen, geschafft haben. Wie Sie wissen, war das ja die erfolgreichste Niederlage in der Geschichte der Schweizer Demokratie. Und die anderen haben auch gesagt, 25% wäre der Bundesrat hat gesagt, 25% wäre eine Katastrophe für die Schweiz. Es waren 36% und heute sind eigentlich alle dankbar, dass wir das gemacht haben. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es das Selbstverständnis der Demokratie nicht gibt. Es gehört heute zum Problem, dass die Demokratie nicht einfach für sich selber spricht. Oder dass es keinen gemeinsamen, klaren Begriff der Demokratie gibt. Man kann sogar noch tiefer gehen und sagen, es gehört zum Problem heute, zur Erosion der Demokratie, die wir eigentlich erleben, dass eben auch der Begriff selber banalisiert wird. Und banalisiert des Begriffes heißt eben, dass man nicht mehr weiß, um was es geht bei der Demokratie. Dass man das Wesen, die zentralen Versprechen, die Ansprüche völlig vergessen hat, verliert und dann eigentlich eben glaubt, die Wahl zwischen, und das hat Herr Becher sehr schön gesagt, am Beispiel von Japan, gestern habe ich es am Beispiel von Spanien gehört, man könnte es auch am Beispiel von Deutschland sagen, Demokratie wird reduziert alle 4 oder 5 Jahre, die Wahl zwischen zwei großen Parteien, Pepsi-Cola oder Coca-Cola, die nicht genau gleich sind, aber sehr ähnlich und von denen man nicht weiß, was sie nachher tun werden. Sie werden selber dann beide, wenn sie dann gewählt würden, genau ähnlich sein, weil sie einer überpolitischen, einer ökonomischen Rationalität folgen, die und glauben und vielleicht auch sogar, es ist nicht ganz falsch, davon ausgehen, dass sie gar keine Freiheit haben, einen anderen Weg zu gehen, als die ökonomische Rationalität, die ihnen aufgegeben wird. Die Demokratie ist heute in einer Form im Allgemeinen, die ihr, die Demokratie, nicht mehr erlaubt, die wesentlichen Versprechen der Demokratie seit der Französischen Revolution einzulösen. Und ich finde ganz, ganz interessant und wichtig, dass man im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen darüber spricht, weil das Grundeinkommen tatsächlich ein Beitrag ist zur Demokratisierung der Demokratie und ein Beitrag dazu, dass mehr Menschen der Grundidee der Demokratie nachleben können. Eines der Lebensversprechen oder eines der Versprechen der Demokratie, das Substanzielle, ist eben, dass es eine faire Verteilung der Lebenschancen gibt. Dass die Demokratie dem Land, dem Kontinent, der Welt zu einer fairen Verteilung der Lebenschancen verhilft. Und da sind wir ganz weit weg. Und diese Distanz rührt daher, dass die Demokratie heute sich auf den Nationalstaat beschränkt und die Ökonomie aber vom Weltmarkt geprägt wird und von Kräften, die der Nationalstaat nicht mehr beeinflussen kann. Und deshalb reicht heute jede Demokratie, auch die direkte der Schweiz, gleicht sie dem Ruder eines Schiffes, das Schiff liegt im Wasser und das Ruder reicht nicht mehr ins Wasser, sodass das Schiff ganz anderen Kräften folgt als jenen, die am Ruder sitzen und glauben, übers Ruder verfügen und damit übers Schiff verfügen zu können. Und deshalb ist die ganz, ganz große Aufgabe für Demokraten, um dieses wesentliche Versprechen wieder einigermaßen annähernd einzulösen, die Verlängerung dieses Ruders, die Weiterentwicklung der Demokratie auf transnationaler Ebene, mindestens europäisch, wenn nicht global. Das ist eigentlich die Utopie der Demokratie, die wir heute ernst nehmen müssen. Wenn aber zu Hause schon die Menschen eben gar nicht mehr an die Demokratie glauben, wenn zu Hause schon im Nationalstaat eben die Demokratie reduziert wird
auf eine Auswahl, die gar keine Wahl ist, auf eine Wahl, die gar keine Auswahl bietet, dann haben diese Menschen gar nicht das Vertrauen und die Hoffnung und das Selbstvertrauen, dass man mit der Demokratie weitergehen könnte. Und deshalb ist die Diskussion, dass eben die Demokratie mehr ist als nur Repräsentation, so entscheidend. Und das Glück, das wir in der Schweiz haben, ist, dass das im 19. Jahrhundert schon erkannt wurde. Und viele einfache Menschen haben gemerkt, dass in den Parlamenten ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, vernachlässigt werden, und haben dann von den Kantonen aus in direktdemokratischen Volksbewegungen gesagt, wir müssen in entscheidenden Fragen das letzte Wort haben und wir zwingen euch, eure Macht zu teilen mit uns. Und so ist aus dem Kanton heraus, in Basel, muss man ans Baselbiet erinnern, in der Schweiz ist Zürich und das Baselbiet waren die kräftigsten Bewegungen. Und so ist dann auch auf dem Bund, sind zuerst das Referendum und später die Volksinitiative erstritten worden. Und dieser Druck von unten, der muss für die Weiterentwicklung der Demokratie sowohl mehr direkt und nicht nur repräsentativ und mehr transnational, nicht nur national, der muss entwickelt werden. Und der kann natürlich entwickelt werden, wenn man sehen und zeigen kann, was man mit der direkten Demokratie wie anstößig das man sein kann. Das Wort anstößig ist ja sehr schön, weil es hat zwei Bedeutungen auf Deutsch, oder? Man stoßt etwas an, wird aber als anstößig empfunden von jenen, die das nicht wollen. Und wenn Sie sehen, dass die Grundeigentumsinitiative bereits Diskussionen über die direkte Demokratie in der Schweiz auch ausgelöst hat. Es gibt Leute, die sagen, wenn ein solcher Blödsinn möglich ist, dann müssen wir die Hürden erhöhen. Das sind Zitate von ehemaligen Staatssekretären. Dann sehen Sie, dass nicht nur wir diesen Zusammenhang herstellen, weil die direkte Demokratie erlaubt einer Minderheit, notwendigerweise auch einer kleinen Minderheit der Gesellschaft, Diskussionen aufzuzwingen, die Gesellschaft nicht möchte. Und das ist eine ganz große Güte für die Gesellschaft, weil dann verpasst sie gewisse Lernprozesse nicht, weil der Anstoß einer Diskussion ist ja der Versuch, daraus einen Lernprozess zur Veränderung auszulösen. Jetzt, weshalb ist das Grundeinkommen die Idee, ein Beitrag zur Demokratisierung der Demokratie? Zum prozentualen Versprechen, also nicht zum Substanziellen der Demokratie gehört, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, auf das, was auf ihn einwirkt, selber einzuwirken. Das ist einer der großen Ansprüche der Demokratie, dass das Leben nicht das Schicksal erfahren werden muss, sondern dass jeder mit anderen zusammen einwirken kann auf die Grundlagen der gemeinsamen Existenz. Und damit dies möglich ist, muss jeder und jede aber auch die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Er muss um dieses Grundrecht des Eingreifens, des Engagements wahrzunehmen, braucht es Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind eben desto wichtiger, je mehr wir einen partizipativen Demokratiebegriff haben, einen direkten, früher hätte man auch gesagt einen republikanischen, weil es war aus der französischen Revolution die Tradition der Republikaner, eben mehr die Demokratie nicht einfach als, wie heute die Liberalen, sozusagen als jemand vertritt den eigenen ökonomischen Standpunkt, Interesse irgendwo, sondern republikanisches Demokratieprinzip heißt, Demokratie ist ein Teil unseres Lebens. Wir können nicht, ob das gehört zur Würde des Lebens, dass man miteinander auf das, was uns prägt, auch einwirkt, dass man sich engagiert, dass Demokratie eben nicht konsumiert wird, sondern eine Einladung ist, die wahrgenommen werden sollte, zum selber tätig sein. Und deshalb schätzen wir ja die direkte Demokratie so sehr, weil das uns immer wieder erlaubt, eben das Unvollendete in unserer Existenz und auch der Demokratie abzubauen, im Wissen, dass man eine Vollendung nie schafft, das finde ich ganz wichtig. Auch die direkte Demokratie ist unvollendet, aber sie ist ein bisschen weniger unvollendet als die rein repräsentative.
Und das Wichtige ist nochmals, wenn zu Hause die Unvollendung kleiner ist, dann ist die Möglichkeit, jenseits des Nationalstaates die große Unvollendung abzubauen, größer. Und es gibt mehr Menschen, die die Beziehung zur Demokratie noch nicht verloren haben. Jetzt, weshalb ist Punkt 6, das Grundeinkommen, ein wichtiger Beitrag zur Annäherung an die Chancengleichheit? Auch dort gibt es keine absolute, sondern es geht darum, die Kluft zu verringern. Weil, und das finde ich interessant, dass das aus Japan jetzt auch schon gekommen ist, einer der ganz großen Elemente, weshalb der Kapitalismus im Wesen ein Widerspruch ist zur Demokratie, ist, dass der Kapitalismus von der Angst der Menschen lebt. Die Existenzangst, das ist ganz etwas Entscheidendes. Selbstverständlich gibt es eine Angst, das haben wir bei der Schweiz ohne Armee auch immer wieder diskutiert, die lebensinhärent ist, dass wir sterben werden, von dem haben wir alle Angst. Aber wahrscheinlich, und gerade in der Schweiz, hat man so viel Angst vor der Angst, weil man mit diesem biologisch notwendigen Angst nicht umgehen kann. Und deshalb wird diese Angst im Alltag des Verlustes des Arbeitsplatzes zum Beispiel, die Angst, nicht das zu tun, was andere von einem erwarten, dass man Angst hat, gekritisiert zu werden, das ist unheimlich dominierend in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie auch sehen, wie Abstimmungen gewonnen werden, Sie werden immer wieder kommen, die Angst, wird Angst geschürt, für den eigenen Standpunkt zu überzeugen. Und das Grundeinkommen nimmt einen ganz entscheidenden Stück aus dieser Angstgefüge heraus, indem es eben den Menschen eigentlich von der Angst befreit, von der Existenz, von der Grundexistenzangst, dass man zum Beispiel eben keine Arbeit im klassischen Sinne finden würde, von der man dann leben kann. Und deshalb finde ich das so faszinierend. Das ist für mich derjenige Grund, weshalb ich die Idee verteidige und gut finde, weil sie gibt eine Grundsicherheit, oder um jetzt weniger in diesen Wörtern zu argumentieren, sie lässt die Menschen die Angst überwinden, die heute gerade in der Schweiz und wie wir gehört haben auch in Japan eben sehr bestimmend ist auch für die Haltung. Und Menschen, die Angst haben müssen, die können keine guten Demokraten sein. Weil Menschen, die Angst haben, die getrauen sich nicht zu sagen, was sie wirklich denken. Sie getrauen sich was sie eigentlich gar nicht zu denken, was sie eigentlich denken wollen. Weil die Angst schon vorher sie daran hindert. Und das ist übrigens ja, das haben wahrscheinlich viele auch gemerkt, die Unterschriften gesammelt haben. Das war eines der wunderbarsten Erfahrungen, die wir auch vor 20 Jahren schon bei der Schweiz ohne Armee gemacht haben. Die Initiative zwingt zur Diskussion, sodass Menschen, die glauben, sie seien alleine mit ihren Gedanken, merken, dass sie gar nicht alleine sind. Und wenn sie merken, dass sie nicht alleine sind, getrauen sie sich auch wieder, den Gedanken öffentlich zu machen. Also weil man nicht diskutiert, weiß man erstens nicht, was die anderen denken. Und weil man nicht diskutiert, glaubt man, die anderen seien nicht gleicher Meinung wie wir, sondern anders. Und weil man ja nicht stören möchte und so weiter, den Frieden, den falsch verstandenen Frieden, redet man lieber nicht darüber. Und plötzlich fängt dann einer aus irgendwelchen Gründen doch an. Und dann merken sie alle, sie sind gleicher Meinung, oder? Und politisch ist das enorm wichtig, weil politisch kann man nur etwas verändern, wenn man die Mehrheiten findet. Dass man aber die Mehrheiten findet, oder mindestens einen anständigen Teil der ganzen Gesellschaft, muss man darüber beginnen zu reden, dass man merkt, dass viel mehr Menschen ja eigentlich den Gedanken viel offener gegenüberstehen, als sie selber glauben, weil sie bisher darüber nicht nachgedacht und nicht diskutiert haben. Deshalb ist diese Möglichkeit, etwas zur Diskussion zu bringen, ein ganz entscheidender Faktor zur Reform und zur Auslösung von notwendigen Lernprozessen. Und der zweite Teil, der zweite Punkt, der ähnlich ist, neben der Angst,
Ich denke, etwas vom Ungerechtesten, und das habe ich schon als Jungsozialist, habe ich immer gedacht, man sollte eine Volksinitiative machen, damit jeder das Recht hat, bis 10 Uhr morgens die Zeitung gelesen zu haben. Und zwar nicht 21 oder 19 oder 20 Minuten, sondern eine richtige Zeitung, oder? Weil es gibt Berufe, wo man das machen muss. Da ist man schief drin, wenn man es nicht gemacht hat. Und dann, wenn man das gemacht hat, schon vor 10, hat man um 6 Uhr nachmittags, 6 Uhr abends, hat man dann Zeit, sich zu treffen, zu diskutieren. Normale Leute dürfen erst das nach 18 Uhr machen, was die anderen 10 Uhr schon gemacht haben. Also das unterschiedliche Zeitbudget, das besetzt, dass ganz viele Menschen, der Tag ist so besetzt zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends mit der Lohnarbeit, dass sie gar nicht mehr die Zeit und vielleicht auch nicht mehr die Energie mitbringen, weil die Zeit nicht nur einfach besetzt ist, sondern so intensiv besetzt ist, dass sie auch entsprechend erschöpft sind, oder? Dass sie gar nicht mehr die Kraft haben, eben dann nach der Arbeit, der sogenannten, sich dem zu wenden, zu widmen, für was die Demokratie da ist, nämlich die Organisation der öffentlichen Angelegenheiten, der Dinge, die uns alle betreffen. Das ist etwas zutiefst Ungerechtes. Und wenn man sich überlegt, weshalb Willy Richard vor 30 Jahren schon gesagt hat, wir hätten eigentlich keine Alltagsdemokratie, sondern wir hätten nur eine Sonntagsdemokratie. Nämlich am Wochenende vielleicht oder am Sonntag, aber 5 Tage in der Woche ist nicht viel von der Demokratie. Es geht eigentlich darum, dass die Menschen schon auch im Alltag, jeden Tag, genügend Zeit und genügend Energie haben, um sich mit den anderen Menschen, mit der Gemeinschaft zu beschäftigen und ihnen einen Sockel, eine sichere Existenzgrundlage zu geben, ermuntert sie, ihre zwölf Stunden im Tag nicht sozusagen falsch zu investieren. Und es gibt ihnen die Freiheit, hier andere Prioritäten zu setzen, und das ist der zweite große Beitrag, denke ich, weshalb diese Initiative eine Demokratieinitiative ist, die beiträgt zur Demokratisierung der Demokratie und in dem Sinne eben auch die Diskussion darüber, nicht nur eine Diskussion über das Geld und über die Arbeit werden sollte, sondern über die Voraussetzungen der Demokratie, damit die Idee der Demokratie, dass es eine Macht ist, eine Möglichkeit jedem und nicht nur eine Privilegierung der schon Privilegierten. Und das ist auch die Idee der direkten Demokratie, dass eben nicht nur starke Organisationen, Leute, die im Parlament sind, Macht haben, sondern jeder. Und dass die Macht nicht nur geteilt wird, sondern auch von jenen, die nicht privilegiert sind, wahrgenommen werden kann. Das ist diese Möglichkeit des sich Engagierens. Denke ich, das ist ganz wichtig und ich bin sehr froh, dass ihr von vornherein auch eine Demokratiedebatte sucht und nicht nur eine über das Geld und über die Arbeit, wobei das ist schon wichtig genug. Ich möchte das nicht klein machen. Vielen Dank.